Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Ich möchte Ihnen heute eine Zählererweiterung vorstellen. Ich habe hier den wunderbaren Frequenzzähler vom Theo, vom DJ9PK. Einen sogenannten Reziprokzähler, neunstellig, mit zwei Eingängen. Der erste Eingang geht von etwa 10 Hertz bis 100 MHz und der zweite Eingang von 100 MHz bis nach Spezifikation 1,3. Ich habe festgestellt, dass es ganz gut bis fast 1,5 GHz geht. Das ist der Zähler. Der hat verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel hier ist die Anzeige jetzt mit einem Gate von 0,1 Sekunden. Da haben wir eine neunstellige Anzeige. Wenn ich hier auf eine Sekunde Gate gehe, jetzt habe ich eine Sekunde eingestellt, da habe ich dann eine 9 Digit, eine neunstellige Anzeige. Die Frequenz ist sehr genau, weil ich habe sie extern, man sieht das hier an dem kleinen Zeichen, extern synchronisiert mit meinem bereits einmal vorgestellten GPS-DO. Also die Frequenz ist im Bereich von 10 hoch minus 9 ungefähr, sogar 4 mal 10 hoch minus 9. Es ist extrem genau. Ich habe jetzt diese Frequenz von 50 MHz, habe ich vom Signalgenerator eingespiesen. Und hier möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie man beim zweiten Eingang ab 100 MHz anzeigen kann. Ich schalte mal um auf den Eingang 2. Ich bin jetzt auf dem zweiten Eingang, der ab 100 MHz hochzählt bis 1,3 GHz. Das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Ich habe den Signalgenerator eingeschaltet und gehe mal auf 1 GHz. Und man sieht, das funktioniert sehr gut. 1 GHz funktioniert hervorragend. Und jetzt, wenn ich jetzt höher gehe, da kommen dann die Grenzen. Ich gehe jetzt mal um 100 MHz weise nach oben. Also hier 1,2, 1,3 geht auch noch. 1,4 ist auch noch möglich. Also wir haben jetzt die Spezifikation bereits überschritten. 1,5 ist auch noch möglich und das ist die Grenze, die ich eigentlich so festgestellt habe. Wenn ich jetzt auf 1,6 gehe, funktioniert das nicht mehr. Also er bleibt da stehen. Also aber 1,5 Giga funktioniert hervorragend mit diesem Zähler. Ich habe jetzt natürlich einen Signalgenerator, der bis zu 3 GHz mit verdoppelt bis zu 10 GHz geht. Und jetzt kann ich das nicht mehr anzeigen und das ist eigentlich schade. Und ich möchte jetzt auch 3 GHz anzeigen. Das muss man mit einem Vorteil machen und da kommt es zur perfekten Symbiose von zwei Dingen. Einmal der Frequenzzähler von Theo und dann ein Teiler, ein hochprofessioneller Teiler, der von Roberto Zech hergestellt wurde, von DG0VE. Ich werde auch beide Links zu diesen Herstellern einblenden. Und diese Teiler kann man einstellen zwischen 1 zu 100 und 1 zu 1000. Und der riesige Vorteil ist, dass man den Zähler von Theo mittels Software kann man einen Prescaler, einen Vorteiler definieren. Das heißt, wenn ich jetzt 1 zu 1000 teile, hätte ich jetzt anstelle von einem Gigahertz, hätte ich ja jetzt einfach 1,5 Gigahertz, hätte ich jetzt 1,5 Megahertz. Ich werde Ihnen das rasch zeigen. Dies ist der Teiler von DG0VE mit der Möglichkeit eben 1 zu 100 oder 1 zu 1000 zu teilen. Ich habe auf 1 zu 1000 eingestellt, weil es einfacher ist, einfach anstelle Gigahertz dann einfach Megahertz abzulesen. Und mit dem super Feature, das der Teiler hat, wo man den Prescaler einstellen kann, stelle ich den Prescaler ebenfalls auf 1000 ein und dann kann ich direkt wieder die richtigen Werte ablesen. Dieser Teiler ist mit SMA-Anschlüssen ausgestattet und wird mit zwischen 11 und 15 Volt gespiesen. Ich werde jetzt den anschließen und dann werden wir mal sehen, was mit diesen 1,5 GHz dann auf dem Zähler passiert. So, der Teiler ist dann angeschlossen. Er verträgt einen Eingang von maximum 1 Millivolt
Milliwatt, das ist 0 dB. Höhere Eingangsspannungen sollte man vermeiden, das erträgt er nicht so ganz. Das könnte dann die Eingangsstufe zerstören. Ich habe ihn jetzt mit 15 Volt gespeisen. Ich habe hier ein schönes Speisegerät, das ich normalerweise auch für Operationsverstärker gebrauche. Das ist so ein Plus-Minus, symmetrisches Speisegerät von Plus-Minus 15 Volt. Passt perfekt jetzt genau zu diesem Zähler. Und siehe da, wir haben jetzt eine Anzeige von 1,499 MHz. Das ist 1 zu 1000, also Anzeige von Giga gleich jetzt Mega. Ich gehe jetzt mal hoch oder runter auf 1 GHz und dann sollte dann eben ein 999 kHz oder eben ein MHz angezeigt werden. Das ist ganz perfekt, ist ein bisschen verwirrend und das werden wir jetzt korrigieren. Ich gehe jetzt mal auf Maximum hier 3 GHz hoch, das ist das Maximum, das ich mit dem Rode und Schwarz SMT im Moment machen kann, ohne Verdoppelung oder Vervierfachung. Das gibt dann diese 2,9 MHz. Jetzt mit dem Prescaler auf dem softwaremäßig, der Frequenzzähler ist mit über eine serielle Schnittstelle mit dem Computer verbunden und dort gibt es eine Software, die auch die Grafik aufzeichnet, die ich auch schon gezeigt habe, zum Beispiel Drift oder Frequenzen oder was auch immer, über längeren Zeitraum aufgezeichnet werden kann. Mit dieser Software kann man jetzt mit einem Befehl einen Prescaler einstellen. Ich stelle jetzt den auf 1 zu 1000. So, ich habe jetzt den Prescaler per Software auf 1 zu 1000 eingestellt, also genau den Teilerfaktor, den wir vorher mit dem Teiler eingestellt haben. Wir haben zuerst 2000 geteilt, dann zeigt es Megahertz an, logischerweise, und jetzt mit dem Prescaler habe ich einfach Megahertz wieder mit 1000 multipliziert, sodass wir jetzt die richtige Anzeige auf dem Zähler haben. Eine ganz wunderbare Geschichte, die sehr gut hilft, irgendwas abzulesen. Jetzt können wir da 2,99, also 3 GHz ablesen. Wenn ich dann auf 2 gehe zum Beispiel, habe ich dann auch 2 GHz und eben GHz und nicht MHz. Also die Anzeige entspricht dem Signal, welches ich auf dem Signalgenerator habe. Die Software wurde übrigens geschrieben von DG8SAQ in Zusammenarbeit eben mit dem Theo. Das ist eine wunderbare Geschichte, diese Zusammenarbeit zwischen zwei Funkamateuren. Und die Symbiose zwischen einem Frequenzteiler, einem Frequenzzähler, einer Software ist ideal hier verwirklicht worden. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.